Jo, servus. Ja, ich weiß, wieder so ein Video über den 23. September. Wahrscheinlich bekomme ich da auch wieder mehr Dislikes, aber ich wurde gefragt, ob ich denn nicht mal ein Video machen könnte, was denn alles so passieren soll. Auch wurde ich mehrmals gefragt, was ich denn glaube, was passieren wird. Meine Meinung dazu ist, dass wieder rein gar nichts passiert, wie immer. Allerdings würde ich mich sehr freuen, wenn diesmal wirklich etwas passiert. Natürlich Positives. Vielleicht erfahren wir endlich, was es mit den ganzen Mysterien auf dieser Welt auf sich hat. Das wäre doch toll. Aber naja, einfach mal abwarten. Am Ende passiert ja doch nichts. So, aber in diesem Video geht es darum, was denn alles am 23. September passieren soll. Ich werde mich kurz fassen und nicht alles wie ein Kaugummi in die Länge ziehen. In dieser Zeit soll zum Beispiel ein Planet, auch Nibiru genannt, auf die Erde zurasen und mit ihr kollidieren. Der Einschlag soll am Südpol erfolgen, eine Katastrophe auslösen und das menschliche Leben weitgehend vernichten. Das zumindest behaupten die Verschwörungstheoretiker. Aber ich kann euch beruhigen, denn 2003 sollte Nibiru uns schon einmal die Lichter ausblasen, 2012 genauso als Bringer der Maya-Apokalypse, aber auch damals ist nichts passiert. 2015 und 2016 im September sollte er auch wieder vorbeischauen, allerdings blieb der Weltuntergang bisher immer aus. Am 23. September 2017 soll die Sonne astronomisch gesehen das Haupt der Jungfrau bekleiden. Der Mond soll sich zu ihren Füßen befinden. Im Sternenbild Löwe, das aus 9 Sternen besteht, sollen sich an jenem Tage zusätzlich noch die Planeten Venus, Mars und Merkur befinden. Diese 3 Planeten sollen zusammen mit den 9 Sternen aus dem Sternenbild des Löwen eine Krone für die Jungfrau aus insgesamt 12 Sternen bilden. Der Schrift zufolge sollen ja Himmel und Erde vergehen, von dem Tage aber und von der Stunde soll jedoch niemand wissen, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein der Vater. So steht es in der Bibel. Matthäus 24. Also denke ich, haben wir auch hier nichts zu befürchten. Weltuntergang? Nope. Viele Christen gehen davon aus, dass das Jahr 2017 und 2018 große Veränderungen bringen wird, aber kein Weltuntergang. Und auch diesmal wieder ein umstrittenes Thema. Außerirdische. Sie sollen da auch eine Rolle spielen. Laut UFO-Verschwörungstheoretikern werden uns Außerirdische zu dieser Zeit ihre Existenz endgültig offenbaren. Es soll in den Weiten des Universums viele unzählige außerirdische Rassen geben, die sich sogar untereinander bekriegen. Die Sumerer, die älteste uns bekannte Zivilisation, berichtete von so einer spektakulären kosmischen Schlacht. So soll einst ein Planet zwischen Mars und Jupiter existiert haben, der völlig zerstört wurde. Denn dort befindet sich ein enormer Asteroidengürtel. Viele Wissenschaftler nehmen an, dass diese Asteroiden Überreste eines Planeten sind. Und UFO-Anhänger vermuten, dass dort einst eine außerirdische Zivilisation gelebt haben könnte. Und der Planet vor tausenden von Jahren in einer Schlacht dort zerstört wurde. Aber es kommt noch heftiger. Unsere Erde soll von einer ganz bestimmten außerirdischen Rasse beschützt werden. Ja, vor anderen Außerirdischen. Deshalb die damaligen oder heutigen verborgenen Schlachten. Nur scheinen die Außerirdischen, die uns beschützen, sehr mächtig zu sein. Und somit kam es bisher auch noch zu keinem großen Zwischenfall. Die Menschen wurden zumindest noch nicht ausgelöscht und es werden immer mehr. Und eines Tages wollen sie sich uns offenbaren. So vermuten Verschwörungstheoretiker, dass es der 23. September 2017 sein könnte. Wissenschaftler der Universität in Kalifornien gehen sogar auch davon aus, dass sich Außerirdische vor langer Zeit auf unserem Planeten niedergelassen haben und die Menschen aus dem Verborgenen heraus täglich beobachten. Es existieren viele Hinweise, auch in der Bibel und in anderen Dokumenten der Vergangenheit, dass die Erde einst von Außerirdischen besucht worden ist. So, ich bin mal gespannt, was letztendlich wirklich passieren wird. Was ist dran an dieser ominösen Sternkonstellation? Ist das alles reine Spekulation, was man da so im Internet findet? Was denkt ihr, könnte passieren? Also ich vermute mal wieder rein gar nichts. Aber naja, gut, das war's auch schon wieder. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich über eure Kommentare. Also dann bis zum nächsten Video. Ciao!